Jo, herzlich willkommen zurück zu Max Payne. Und ja, keine Ahnung jetzt mehr, wie ich hier weitermachen muss. Ich steige hier einfach wieder komplett ein. Komplett neu. Von hier kamen wir. Daran erinnere ich mich gerade. Und ja, ich denke mal, wir müssen hier rein. Ach, die Nummer. Ja, okay. Der wäre schon mal hin. Wow, wow, wow. Na, du kommst aber nicht raus, oder? Den habe ich aber anscheinend erledigt, den einen da schon mal. Punchinellos Trio war erledigt. Okay. Soweit so schön. Gucken, wie es hier weitergeht. Draußen vor meiner Tür. Schnell, er will mich töten. Sie müssen sich beeilen. Bitte! Ich konnte Punchinello am Telefon hören. Er winselte um Hilfe. Er hätte sich besser verabschieden sollen. Punchinello war ein Kinderspiel. Als ich ins Zimmer trat, klappte er zusammen wie ein Pärchen vor einem Royal Flash. Nein, warten Sie. Ich tat nur, was man mir befohlen hat. Ich konnte nicht ablehnen. Sie ist jemand von ganz oben. Vielleicht in der Regierung. Ich weiß es nicht. Er versuchte, sich mir Sand für seine Uhr zu erkaufen. Ich hatte nichts zu verkaufen. Ja, ich glaube, wir haben ein Ich Problem. habe ihm nicht. Na klasse. Ja, das geht ja super weiter. Da ich keine Munition mehr für. Ja. Das gefällt mir natürlich so gar nicht. Das ist ungemütlich. Ich habe ihm nicht. Jetzt habe ich sie wohl. Jo. Ich muss anscheinend definitiv zurück. Allerdings, ja. Vermute ich mal, wird das ziemlich ungemütlich werden hier. Oh, Tür geht hinter mir zu und ich erschrecke mich schon wieder, ne? Waffe Jo. runter! Keine Bewegung! Das Spiel ist aus, Max Payne. Super. Ich wusste, wann ich verloren hatte. Zeit für eine weitere Trachtprügel. Die mysteriöse Hexe war ein regelrechter Barracuda. Ärger auf hohen Absätzen, ein rauchendes Sturmgewehr in den Händen und eine Armee Killer in ihren Rücken. Wie nett. Ich schlage zwei Fliegen mit einer Klappe. Früher oder später wird einem die Rechnung präsentiert. Mr. Payne, es ist an der Zeit, dass Sie in den Genuss meines Gebräus kommen. Seien Sie jetzt ein braver Junge. Irgendwann stellt man fest, dass die Glücksfee käuflich ist. Dass man ohne jeden Pfennig dasteht. Oh nee, jetzt geht das hier wieder. Meine Herren, wir sind hier fertig. Bringen Sie mich zu Cold Steel. Sie hatte mir gerade eine Überdosis Valkyrie gegeben. Ich spürte, wie grünes Feuer mein Hirn auffraß. Sie wurden zu Dampf, verschwanden vor meinen Augen. Ich hatte niemals eine Chance gehabt. Die Hexe hätte mir ebenso gut eine Kanone an den Kopf halten und abdrücken können. Die
Die Schatten holten mich ein. Geschundene, verzerrte Gesichter dürsteten nach Rache. Sie kannten meine Schwächen und setzten den Todesstoß an. Der Boden verwandelte sich in einen Wirbel aus grünem Blut. Ich fiel. Das Fleisch der gefallenen Engel. Na super. Jetzt wird's unlecker hier. Wieder so ein Grusel-Wusel-Level hier. Oh nee, ne? Wer ist da? Sind wir schon wieder hier? Max? Quasi zu Hause in unserem Haus oder Max? Was? Bist du das? Max? Hm. Wo bist du? Das gefällt mir gar nicht, Max? Ne? Irgendwie wollen alle möglichen Shooter-Spiele mich gerade horrorisieren. Oh Mann. Jetzt muss das Badezimmer zu. Nein, es tut mir leid. Bitte nicht, Max, nein. Max. Das ist absolut unschön. Mag ich gar nicht. Max, wo bist du? Max. Der Brief starrte mich an. Fuckert wieder hier alles und so. Der Barkeeper ist ein glänzender Kerl und Träume sind nichts weiter als bucklige Zauberer. Er singt wie eine gekrümmte Banane, die den Sternbildern auf ihren rasierten Schädel. Eine schlechte Verbindung und ein blöder Scherz. Jemand brabbelte irrsinniges Zeug, das ich nicht verstand. Aber ich hatte das überwältigende Gefühl eines Déjà-vu und die Stimme erschien sonderbar vertraut. Hm. Na super. Das seltsame Stück Papier sah gefährlich aus. Da war etwas seltsam Vertrautes an dem Brief in meiner Hand. Die geschwungenen Linien der Handschrift. Du bist in einem Computerspiel, Max. Die Wahrheit war wie ein brennender grüner Spalt in meinem Hirn. Waffenstatistiken hingen in der Luft. Schüsse in einer endlosen Wiederholung, die Zeit gedehnt, um meine Bewegungen zu zeigen. Das paranoide Gefühl, dass jemand jeden meiner Schritte steuerte. Ich war in einem Computerspiel zum Totlachen. Das war das Schrecklichste, das ich mir vorstellen konnte. Super, ey. Wieder das Telefon her. Aufgeben, das ist Valkyr. Die Droge macht dich davon frei. Versuch dich zu erinnern. Eine schlechte Verbindung und ein blöder Scherz. Jemand brabbelte irrsinniges Zeug, das ich nicht verstand. Aber ich hatte das überwältigende Gefühl eines Déjà-vu und die Stimme erschien sonderbar vertraut. Ach, Leute. Nee, ne? Bitte nicht. Ey. Hoffentlich ist das gleich vorbei hier. Ich meine, bisher geht's ja noch. Da fand ich das letzte Grusel-Level irgendwie schlimmer, aber es beklemmt einen doch ziemlich ekelhaft. Nebenbei scheinen aktuell die Nachbarn oder so hier irgendwas umzuräumen und dann holtert's und poltert's. Da denke ich mir so, huh, was? Scheiße. Jetzt kommt wieder die nächste Blutspurgeschichte da, ja. Da können wir wieder schön dran scheitern. Aber vorher mache ich jetzt erstmal eine Pinkelpause und sage bis gleich. So, da bin ich wieder. Und anscheinend müssen wir hier jetzt dann etwas komplizierter runterspringen. Ja, okay, hat soweit geklappt. Speichern wir direkt mal. Bitte. Das ist sehr unschön hier. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich versuch's einfach mal hier. Gucken, ob ich darüber komme. Ja, allerdings. Okay. Ja, klar, jetzt falle ich hier runter, ne? Nein!
Das ist gar nicht schön hier. Ganz und gar nicht schön. Ja, keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich versuch's mal, indem ich dort weiter geradeaus versuche rüberzukommen hier. Gott, ey. Muss das sein? Tja, muss ich da runter oder was auch immer? Ich habe echt keine Ahnung, keinen blassen. Hier bin ich, glaube ich, verkehrt. Kann natürlich sein, dass ich da runter muss. Versuchen wir mal. Oh shit. Ja, es geht natürlich daneben, ne? Ganz klar. Also das hasse ich bei diesem Spiel, ne? Wie die Pest. Das geht gar nicht klar. So, also kann ich hier steuern. Darüber kommt man. Ja, das war schon. Schrei mal morgen mehr. Kann natürlich sein, dass das völlig fail war und ich jetzt hier quasi gelackmeiert bin, ja. Ich weiß es nicht. Versuchen mal hier lang zu kommen, wenn das was bringt. Auch wenn es nicht so toll aussieht für mich hier. Schreit er wieder zwischendurch hier. Muss das denn sein? Da komme ich nicht rüber, wa? Ne, ganz knapp verkackt. Tja, Freunde, wie geht's weiter hier? Das ist die Frage. Jetzt geht's von Grusel wieder in diesen Aufreger über, ne? Was ist das hier für eine Scheiße? Versuch's hier nochmal. Ich glaube, das war ja hier. Ja, bin vielleicht einfach nur zu früh gesprungen. Es ist einerseits gut, wenn das Weinen von der Frau oder von dem Baby irgendwie lauter wird. Andererseits macht es das wieder unangenehmer, ne? Aber um ans Ziel zu kommen, war das so meine Erfahrung damals auch schon. Tja, keine Ahnung. Ja, da geht's anscheinend weiter. Speicher mir das bitte vorher mal. Sehr schön. Oh Mann, komm schon, lauf. Jetzt kann ich hier rüberspringen, will ich hoffen. Ah, zu spät gedrückt. Junge, 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 Junge. Oh. Aha, okay. Kommen wir jetzt raus aus dem Mist hier? Nein!
Mörder! Du hast sie getötet! Dann schieße ich mich selber ab. Super. Das funktionierte tatsächlich. War richtig, okay. Wird so ein bisschen jetzt dargestellt, als hätte ich selber sie umgebracht. Max, im Büro ist heute etwas passiert. Ein seltsames Memo. Irgendwas über Wikinger. Schatz, ich muss mich beeilen. Du kannst mir heute Abend alles erzählen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Liebling. Die Einschusslöcher wie Rubine auf ihrer Brust. Das Blut glühte auf ihrer elfenbeinfarbenen Haut. Sie war so wunderschön. Der Killer lächelte. Das Fleisch der gefallenen Engel. Das ist ein bisschen kurios. Aber wir haben es anscheinend geschafft, das ist gut. Der Albtraum hinterließ dunkle Flecken auf meiner Seele, die niemals verschwinden sollten. Ich zitterte am ganzen Körper. In kaltem Schweiß gebadet wachte ich auf, fühlte mich krank, todmüde und wälzte mich in meinem eigenen Erbrochenen. Bevor ich das Bewusstsein verlor, hatte die Hexe gesagt, bringen Sie mich nach Cold Steel. Das war mein einziger Anhaltspunkt. Es dauerte Ewigkeiten, bis ich wieder gehen konnte. Aber als ich soweit war, fuhr ich direkt zur Cold Steel Gießerei vor den Toren der Stadt. Vor der Hütte war jede Menge los. LKWs kamen und gingen. Männer rannten auf und ab. Ich hatte einen Vorteil. Die rätselhafte Hexe dachte, ich sei tot. Sie rechnete nicht mit mir. Ich ging hinein. Okay. Der miese Trip hatte mich in eine seltsame Laune versetzt. Das Adrenalin pumpte durch meine schmerzenden Venen. In Eis und Schnee und dem heulenden Wind stand ich schwankend auf dem Dach der Fabrik. Ich war ein Ninja, ein Kung-Fu-Meister. Im besten Falle war ich Superman auf Kryptonit, der kurz davor war, durch ein Oberlicht dorthin zu fallen, wo alles endete. Ein halb zerfallenes Industriegebiet irgendwo im Nichts. Die Fabrik war eine perfekte Fassade für eine Reihe von illegalen Unternehmen. Hm. Oh yeah. Da geht dann ja wahrscheinlich richtig die Post ab, ja? Tief im Herzen der Fabrik kochte geschmolzenes Metall wie im Kessel einer Hexe. Tja, okay. Dann will ich hier mal speichern und verabschiede mich erstmal. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Max Payne.